So. So. Nein, 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 nein. Okay. Nein. Oh. Na, warum falle ich da mal runter? Abgefahren. Projektor. Die Expedition in Diagon 36. Was Darling mitbrachte. Alles verändert. So, wo bin ich jetzt? Ach so, hier bin ich jetzt. Da. Ah, klar. Dass ich hier bin. Mit dem Projektor hat alles angefangen. Was in Ordinary begann, endet hier. Du, ich, Dylan. Der Kreis schließt sich. Hoffentlich gibt es hier nochmal einen... Ach ja, voll. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich gibt es hier nochmal Kontrollpunkte. Hier ist er schon. Okay, du suchst den Bereich nach dem Tierprojekt, einem Objekt der Macht. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Hier war eine Tür. Sie führte an den Ort, zu dem Dylan und ich gingen, an den der Projekt uns brachte, wo wir dich trafen. Die Behörde hat hier dieselbe Tür geöffnet, aber nur ein Echo verbleibt. Bist du nahe? Direkt auf der anderen Seite? Und nichts passiert. Okay, gut, wo muss ich denn jetzt hin? Ja, toll, und so wie du?
Na, ob ich da hochschweben kann, aber... Nee. Nee. Das funktioniert nicht. Nee, noch höher kann ich nicht schweben. Nee, nee. Da hau nicht hin. Kann ich nicht. Ja, aber was soll ich denn jetzt hier machen? Vielleicht am Ende und dann hochschweben, weil das so ein bisschen aufsteigend ist, die Rampe hier. Und dann vielleicht da irgendwie hin oder so. Weil ich ja jetzt hier höher stehe, dass ich dann jetzt von hier aus... Ja. Okay. Das hat soweit so gut funktioniert. Okay, jetzt muss ich da rüber schweben. Ja, hier ist der Fahrstuhl, die ich nicht hochgekommen bin. Ne? Der Projektor ist nicht hier. Oh. Wurde wieder weggeschafft. Was hat Darling damit gemacht? Ich muss das rausfinden. Das projizierte Bild jedes Dias ist ein physisches Portal zu einer anderen Dimension. Nur ein Dia ist noch übrig. Dylans Schwester verbrannte sie in Ordinary, bevor wir agieren konnten. Es trägt die Inschrift... Farb-Diafilm, diese Seite zum Bildschirm. Und die Zahl 36. Die Topographie des Dia-Raums 36 weist tiefe Wellen auf. Auf dem Dia und in der Entfernung ist eine Formation aus 5 Säulen, wie grob ausgestreckte Finger. Es gab Verluste auf unserer ersten Expedition. Kommunikation ist ein Problem. Dort gibt es keinen Ton, als wäre man taub. Und Radios funktionieren nicht. Korrektur, eine Resonanz aus unbekannter Quelle, teilweise im hörbaren Frequenzbereich. Sie verhält sich unberechenbar und ihre Feedbackschleifen können Menschen zerfetzen. Trench behauptet, er hörte noch mehr. Blut floss ihm aus den Ohren. Unsere Geräte erkannten nichts außer der ursprünglichen Resonanz. Und Trench fand nichts bei medizinischen Tests. Das projizierte Bild jedes Dias ist ein physisches Portal zu einer anderen Dimension. Nur ein Dia ist noch übrig. Dylans Schwester verbrannte sie in Ordinary, bevor wir agieren konnten. Es trägt die Inschrift Farb-Dia-Film, diese Seite zum Bildschirm. Und die Zahl 36. Die Topographie des Dia-Raums 36 weist tiefe Wellen. Nein, hier ist wohl der Fahrstuhl, ne? Oder? Ja, ich glaube hier, das ist der Fahrstuhl. So, wollen wir mal weiter gucken.
Okay, da bleibt ja nur der Knopf hier übrig, ne? Oh, nicht schon wieder. Nee, Quark. Expedition 3. Wir orteten die Quelle der Resonanz in Dia-Raum 36. Es ist ein Wesen, ein lebender Organismus von beträchtlicher Masse. Ich nannte es Hadron aufgrund seiner Gestalt. Hadron. Wir haben sowas noch nie gesehen. Warst das du? Hat er dich hergebracht? Hast du mich deshalb hergebracht? Du bist hier. Du bist hier. Sie haben dich. Ich kenne dich. Damals, aus Ordinary. Hätte nie gedacht, dass wir uns noch mal sehen. Moment, ich komme. Ja, Moment. So, das da bin ich jetzt, oder was? Aber wie komme ich da jetzt hin, in die Kammer? Moment mal. Ich bin Dr. Caspar Darling und das ist meine letzte Nachricht. Okay. Geschafft. Hallo. Das Loch in deinem Zimmer ist ein Loch in... Nein. Du, warum hast du... Durch das Loch in dir hineingelassen. Das war ein Fehler. Immer hier. Das einzige Kind. Eine Kopie. Eine Kopie. Eine Kopie. Nein. Warum wolltest du... Das war ein Fehler. Reiz, säubere die Sauger. Und wie mache ich das jetzt? Ach, hier, ja. Nee. Bleib weg!
da. Ach, da hinten ist jetzt noch einer. So, wo? Gibt es einen ordnungsgemäßen Weg hin? Nee. Ah ne, scheiße. Ach, scheiße. Ja, ich weiß nicht, wie ich die jetzt hier besiegen soll. Mit dem Dreh komme ich da nicht gegen an. Der macht nicht genug Schaden. Und mit dem Lader kriege ich sie nicht. Und dieses Stich, das hat zu große Streuung. Und mit dem Schleudern kriege ich sie auch nicht erledigt. Die sind ja zu schnell, die Viecher. Alter, wollen die mich jetzt verarschen? Wollen die mich jetzt allen Ernstes verarschen? So, warte mal. Dreh kann ich knicken. Lader bringt auch nichts. Da kann ich erstmal höchstens mal Stich. Und dann einfach mal Griff machen. So, warte mal. Warte mal. Genauigkeit 9%. Das können wir alles vergessen hier. Alter, wollen die mich jetzt echt verarschen? Muss ich das Ganze jetzt alles hier nochmal machen? Gott sei Dank. Ah, nee, Stich, ey.